hier der Spickzettel. Ach, Spickzettel brauche ich nicht. Alles schon im Kopf. Und apropos Kopf, erstmal die Denkerbrille abgesetzt. Erstmal Hallo sagen. Moin. Moin. Herzlich willkommen bei Kreuz und Meer. Es ist in fast 100 Tagen endlich wieder soweit. Ich meine, ganz andere große Dinge schmeißen ja ihre Schatten voraus. Das ist so. Aber bevor wir uns jetzt ganz in unsere Träume verlieren, ja, haben wir uns überlegt, setzen wir uns noch mal kurz in unser grünes Heimbotanikparadies. Ach so, ja. Und erzählen euch mal ein bisschen was über die Kreuzfahrt, die ihr auch noch ansteht. Mhm. Bald. Bald. Also Spickzettel haben wir natürlich. Pass auf, zeige ich dir. Das hier hast du ja schon mal gesehen. Das ist so ein Ausdruck hier von der Mein Schiff TUI Cruises. Und da du ja in Erdkunde gut aufgepasst hast, siehst du ja auch gleich schon, von wo nach wo geht's denn. Aber für die, die in Erdkunde nicht gut aufgepasst haben, Schatz, von wo nach wo geht's denn? Von New York bis in die Karibik. Musstest du jetzt auch spicken? Nein. Wo fahren wir eigentlich hin? Wo fahren wir denn hin? Also New York in die Karibik. Mhm. Karibik lässt uns ja nicht los, ne? Nee, irgendwie nicht. Es verfolgt uns. Na, oder beziehungsweise wir verfolgen die. Lustigerweise Republika Dominica, also Domrep, und hier Santa Lucia oder aber auch San Dusha. Irgendwie zieht es uns immer wieder in die Karibik. Ich bin aber auch gerne in der Karibik, bin ich ganz ehrlich. Aber ehrlicherweise bei dieser Reise, so sehr ich mich auch auf die karibischen Destinationen freue. Freust du dich diesmal mehr auf? Deutlich mehr. New York. New York. Weil nämlich der kleine Stefan, der war ja noch nie in US und A. Ich auch nicht. Und dann auch noch niemals in New York, was ja ganz logisch ist. Pass auf, in diesem kleinen Video, damit wir uns nicht völlig um Kopf und Kragen reden, genau, wollen wir dich mal kurz so ein bisschen einführen, introducen. Ja, wir müssen uns ja schon an das Englische gewöhnen. Wir fliegen von Düsseldorf. Tun wir von Düsseldorf? Von? Tun wir. Tun wir von Düsseldorf. Tun wir von Düsseldorf mit dem A330 Neo Condor wieder rüber. Diesmal aber nicht nach La Romana, sondern nach JFK Flughafen. Stimmt, JFK. Der John Fitzgerald Kennedy Flughafen in New York. So, jetzt haben wir Glück gehabt. Wir haben nämlich XXL-Sitze ergattern können. Ein Hoch auf unsere kleine Facebook-Gruppe, in der wir sind, zu dieser Reise. Mhm. Da hatte nämlich jemand geschrieben, oh, hier, die Flugzeiten sind drin. Und in der Sekunde, wenn die Flugzeiten in der App zu sehen sind, kann man ja seine Sitzplätze reservieren. Habe ich angerufen? Reihe, jetzt weiß ich es im Kopf nicht, 31, 32 Notausgangssitze mit 2,50 Meter Platz. Ich weiß, da werden wieder einige sagen, oh, da darf man nicht sitzen, da ist immer kalt, da zieht es. Drehe ich mich um, dann schiebt's, macht ja nichts. Da stehen Leute. Ja, dann steht da einer, den schicke ich dann weg. Und zurück haben wir die in der Mitte. In der Mitte? War Stefan auch super vorbereitet. Also man muss ja dazu sagen, Stefan hat angerufen, weil auf einmal, also beim ersten Anruf war der Rückflug noch nicht drin. Also das heißt, wir konnten nur die Sitze für den Hinflug buchen. Ja. Dann waren letztens vor 2, 3, 4 Wochen. Ja, sagen wir 3 Wochen plus minus. Genau, waren die Rückflüge drin. Und? Und Stefan hat gesagt, oh ja, schnell anrufen. Ja. Und es ist sofort einer dran gegangen. Also es hat keine 10 Sekunden gedauert. Nein. Und ich war noch gar nicht vorbereitet. Überhaupt nicht vorbereitet. Da sagt dann die Buchungsnummer, Vorgangsnummer und Stefan, ja, muss ich schnell erstmal in der entsprechenden Mail und so. Wo ich gedacht habe, boah, mach hin. Da wird sie dann auch immer ein bisschen nöckelig. Ja, okay, keine Ahnung, dass da nach 10 Sekunden schon einer an Hotline ans Telefon geht, oder? Das also das war wirklich mal Daumen super hoch. So, aber Rückflug ist da noch nicht hin. Wir fliegen nach New York von Düsseldorf. Wir werden vorher wieder irgendwo im Raum Düsseldorf übernachten. Wahrscheinlich aber nicht im Sheraton, weil die rufen aktuell irgendwas um die 370 Euro für die Nacht auf. Und da denke ich mir, 370 Euro, kaufe ich mir ein kleines Hotel für. Und tatsächlich konnte ich den Stefan überreden, ja, wir fahren mit dass dem Auto. Wir diesmal mit dem Auto fahren. Wir fahren mit dem Auto, weil das mit der Deutschen Bahn... Das ist eine Vollkatastrophe. Nicht so gut funktioniert. Aber das weiß ja eigentlich jeder. Es ist eine Vollkatastrophe. Ich komme noch aus der Zeit, ich bin Kind der 70er, da hat das ja mal funktioniert. Ja. Ich habe ja noch ein bisschen den tiefen Glauben dran. So, aber dann geht's rüber. Dann landen wir irgendwann gegen, ich glaube, 13 Uhr Furz Ortszeit. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Also du musst jetzt gut zuhören. Und ich muss mir auch selber gut zuhören. Wir landen, müssen dann erstmal vom JFK nach Bayonne. Das ist ja, also New York, Manhattan, andere Seite. New Jersey, schon ganz anderer Bundesstaat. Bayonne, da liegt nämlich immer die Mein Schiff. Das wird schon ein bisschen dauern, bis wir da rüberkommen. Ja. Dann Check-in. Dann lass es, ich sag mal so 15, 16 Uhr sein. Wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben, 16 Uhr, ich bin Optimist. 16 Uhr, dann schnell Sicherheitsübung. Mhm. Und dann Stantepedes wieder weg. Sofort wieder rüber. Jetzt müssen wir, nee, sofort nicht, das fällt mir gerade ein. Die Koffer,
Die werden ja erst ein bisschen später kommen. Ja. Nee, auf die werde ich nicht warten. Die kommen erst im Laufe des Nachmittages. Da müssen wir gucken, dass wir da bei uns die zuständigen Housekeeping-Herren oder Damen finden, dass die die Koffer abends vom Gang in die Kabine stellen, weil sonst stehen die ja nämlich bis zum nächsten Tag. Warum? Weil? Schlafen die erste Nacht gar nicht auf dem Schiff. Nee. Wir schlafen nämlich in Queens. So nämlich. Das Geile ist ja, die Leute... Woher kennt ihr denn Queens? Queens. Da war bestimmt mal ein König. Ja, auch. King of Queens. Ja. Woher denn sonst noch? Ja, weiß ich nicht. Achso, du meinst das mit dem König. Okay, ja, jetzt habe ich es auch verstanden. So, King of Queens. Das war zu kompliziert. Das macht nichts. Aber ich erkläre es ja gleich. Also die Leute glauben ja immer, dass New York ist Manhattan. Mhm. Aber New York ist ja viel mehr. Viel mehr. Ja, da gehören ja noch ein paar Boroughs, also Stadtteile mehr dazu. Unter anderem Queens. Ich bin ein ganz großer Freund der Fernseh-Comedy-Sendung King of Queens. Ich auch übrigens. Duck and Carry, Duck and Carry, Duck and Carry. Und wenn du diese Serie schon mal gesehen hast, dann wirst du garantiert den Vorspann kennen. Mit den immer wieder gern gesehenen Örtlichkeiten wie der Eisdiele oder dieser Park, wo Duck sich so über Carry rüber rollt, schmeißt. Die gibt es ja alle wirklich, diese Locations. Diese Unterführung da. Die Unterführung. Wo er mit seinem... Und die wollen wir uns angucken, weil diese Eisdiele beispielsweise, der Lemon Ice King of Corona, gibt es wirklich. Da kann man Eis kaufen und das wollen wir tun. Ja. Wir tun, das habe ich noch mit tun. Jedenfalls, um da hinzukommen und möglichst früh in den Tag zu starten, haben wir uns in Queens ein Hotel gebucht. Das war auch das Günstigste. Weil, also zum einen war es das Günstigste, in Manhattan also kostet ein Hotel günstig? 100 Furz. 130, 134? Also relativ günstig, also in Manhattan 4-5-6-fache. Ja. Warum? Naja, weil der Weg vom Schiff nach Manhattan oder überhaupt nach New York rüber, das zieht sich ein bisschen. Ja. Wird aber geil, because of, wenn wir am ersten Tag da angekommen sind, dann werden wir ja rüber machen nach Manhattan. Richtig. So, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten mit der Bahn, mit The Path und was weiß ich, der ganze Scheiße heißt. Aber man kann da auch hinfahren mit einem Water-Taxi, Wassertaxi. Ja, stimmt, Water-Taxi. Und dieses Wassertaxi fährt relativ nah von unserem Liegeplatz ab, nämlich im Port Liberté. Da müssen wir irgendwie hin mit dem Uber. Ja. Dann mit diesem Taxi, Wassertaxi, das fährt direkt an der Freiheitsstatue vorbei. Da haben wir das schon mal abgehakt. Check. Gesehen. So, und dann landet diese Fähre Südostspitze Manhattan, so ungefähr Höhe Wall Street. So, da steigen wir dann runter. Dann gucken wir uns an Brooklyn Bridge. Die ist da nämlich auch gleich. Chinatown ist da auch, glaube ich, gleich. Chinatown ist ein bisschen weiter hoch, aber hier Wall Street, Charging Bull, der Bulle, das starke Mädchen. Dann wollen wir am ersten Abend noch auf eine Aussichtsplattform. Ja, das klingt stimmt. immer komisch, eine Aussichtsplattform. Ja. Hochhaus. Hochhaus. Und zwar, jetzt bin ich gespannt, auf welches? Das war die mit den Kugeln, ne? Ja, One Thunderbilt. Wonderful. One Thunderbilt, The Summit. Relativ genau, neu, ich glaube, das ist die neueste. Also Aussichtsplattform, die soll ziemlich spooky sein, so mit ganz viel Glas und Spiegeln und so ein Zeug. Und da wollen wir dann abends noch hoch, um das nächtliche Manhattan anzugucken. Und dann noch zum Times Square, weil das muss man im Dunkeln sehen. Der wird im Hellen, also Quatsch, oder? Ja. Da geht es ungefähr so zu wie hier dann. Ja. Nur noch mehr und bunter. Ja. Und dann geht es rüber ins Hotel, weil da werden wir auch relativ, das befürchte ich heute schon, relativ völlig kaputt sein. Tot sein nach dem Flug und so. So, dann rüber nach Queens, da am nächsten Morgen schnell wieder raus aus den Federn. Die King of Queens Spots. Films, Sets. Abgelaufen und gedreht. Und dann wieder rüber. Und dann klassisches Touri-Programm, ne? Ghostbusters. Ghostbusters auf jeden Fall. Die Highline. Ghostbusters-Film. Ja, Mann. Vielleicht kommt ja die Feuerwache, die wäre da auch rausgefahren. Ja. Sogar Knossi. Da kann man auch T-Shirts kaufen. Ja, NYFD. New York Fire Department. So. Ja, auf jeden Fall New York. So, aber pass auf. 9-11 und so. 9-11 sowieso. Also auch zwingend muss man hin. Und halt so die ganzen klassischen Sachen. So. Also entweder wären das die geilsten Bilder, Videos, die wir je gemacht haben. Oder wir filmen gar nicht. Weil wir einfach nur so... Völlig overwhelmed sind. Ja. So, dann haben wir Seetag, dann geht's nach Gott Boston. Boston freust du dich so dolle drauf, ne? So volle Pulle. Ja, Boston kann ich mir noch nicht, aber ich lass mich überraschen. Also, Ich habe ja nicht nur in Erdkunde gut aufgepasst, sondern auch in Geschichte. Boston.
Unabhängigkeitserklärung, Boston Tea Party. Also da ist historisch richtig was gegeben. Stefan, ohne Boston. Gerne zur Tea Party. Ja, da gibt es ein Museum auf so einem Schiff. Das soll sehr cool sein, halt auf Englisch, aber das muss er einigermaßen hinkriegen. Das soll cool gemacht sein, den Boston Freedom Trail. Den kann man zu Fuß einmal ablaufen und dann am Nachmittag oder am Vormittag, je nachdem wie wir es drehen, noch zur University, Harvard. Mhm. Vielleicht behalten sie mich auch gleich da. Und da müssen wir einen Pulli kaufen. Willst du? Ein Harvard-Pulli? Mhm. Ja, das glaubt mir keiner. Bielefeld University. So, auf jeden Fall, da, ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird ein cooler Tag. Das wird, glaube ich, ein ganz cooler Tag. So, dann haben wir wieder Seetag ein bisschen und dann geht es nach Norfolk. Da habe ich ein bisschen, da war ich nöckelig. Ja, da ist ja die Marine. Riesengroßer Marinestützpunkt. Genau. Ja, also einer der größten Marinehafen der Welt. Mit der USS, weiß ich jetzt gerade nicht im Kopf, also so ein altes Flugzeugträger, nee, was, glaube ich, so Kriegsschiff ohne Flugzeugträger. Das kann man besichtigen. Eigentlich. Eigentlich. Und das soll auch sehr geil sein. Mhm. Also sehr interessant. Und man kann da rüberlaufen und alles mal ein bisschen gucken und anfassen und so. An dem Tag, an dem wir aber da sind, sagt das Internet allerdings... Closed. So, mal zu heute. Ja, das nervt mich derbe an. Weil, auch insbesondere, weil... Also wir machen fast alles ohne TUI-Ausflüge. Ja. Es gibt TUI-Ausflug zu buchen. Die sind ja mit uns am gleichen Tag da, die Leute. Auf dieses Schiff. Mhm. Also da bin ich mir noch nicht sicher, ob das vielleicht doch offen hat. Die machen ja nicht nur für 30 Peoples TUI-Leute auf. Das denke ich auch. Also haltet mal feste die Daumen. Ich würde das mir schon gerne angucken. Ja. USS, scheiße, ich komme nicht drauf. Und dann am Nachmittag geht es noch nach... Zum Neptun. Neptun, ihr wollt gerade hier zeigen. Also unser Logo ein mit Sasse. Und im Strand, wie heißt zum der Virginia Beach. Virginia Beach, da nehmen wir uns einen Mietwagen. Ja. Fahren da die 30, 40 Kilometer Richtung Osten, Virginia Beach. Da ist dann auch die Eisdiele, wo die Eiswaffel erfunden wurde. Mhm. Hieß da Eiswaffel. Krasses Ding. So, Norfolk. Check. Das wird so okay, glaube ich. Also da freue ich mich mehr drauf als auf Boston. Ja, ich jetzt ehrlicherweise nicht. Geht aber dann weiter und so langsam bewegen wir uns ja in die richtige Richtung, heißt in dem Fall, es wird wärmer. Es ist ja Ende Oktober, Anfang November, da ist Kannst es da oben so vielleicht so schon auch nicht mehr ganz so warm. Ja. Aber nach Norfolk und dann ein oder zwei Seetagen kommt Port Canaveral. Space Center. NASA. NASA Kennedy Space Center in Port, nicht in Port Canaveral, sondern in Cape Canaveral. Da fahren wir mit dem Uber hoch. Genau. Da holen wir uns vorher Tickets über so einen Online-Anbieter, der ist ziemlich cool. Und da kannst du dann ganz akkurat den ganzen Tag verbringen. Ja, das ist so ein bisschen wie Freizeitpark, ne? Also es gibt ja auch geteilte Meinungen. Die einen sagen, ja, Hey, gut, ich meine, das ist aber, Ami. Also das wird schon... Ich wollte gerade sagen, das wird schon ganz cool, glaube ich. Ich stehe ein bisschen drauf. Also das wird, glaube ich, geil, also spannend. Da ist auch ein Stück vom Mond. Darf man immer nicht anfassen, glaube ich. Nee, nee. Aber gut, vielleicht ist es einfach nur ein Stein und die sagen einfach, das ist ein Stück vom Mond. Können wir doch eh nicht unterscheiden, wir deppen wir. So, und dann, Schatz, dann kommt erst, da freust du dich derbe drauf. Ja, auf Miami. In dem Video, den wir gerade mal gucken, würden die jetzt sagen, dann wird es richtig nice. Richtig nice. Miami. Miami wird nice. Ja, da freue ich mich aber auch drauf. Ja. Was machen wir in Miami? Ja, auf jeden Fall Ocean Drive. Ganz weit vorne, ne? Da fahren wir mit den, da hast du vorhin noch... Trolley. Da fahren irgendwie so Skytrain. Skytrain-Shuttle-Dinger. Mhm. Die fahren so durch die ganze Stadt, so unterschiedliche Linien, kosten genau, nichts offenbar. Und dann kannst du so ein bisschen durch da nach da fahren. Ja. Und dann geht es natürlich auch nach Miami. Little Havana. Da wollten wir auch hin. Zwingend. Da gibt es bestimmt auch was zu trinken. Und eine schöne Zigarre. Ja, mache ich ja nicht. Und dann spielen die älteren Herren da ja, die Einwanderer spielen ja immer, wie heißt denn dieses Spiel? Domino. Kann ich mitspielen. Ja. Lege ich da mal meine Steine ran. Nee, da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Das wird cool. Alleine schon war also wir ja letztens noch im... Die ganzen coolen Karren da, die da rumfahren am Ocean Drive. Ja. Da fahren ja schon coole Autos. Aber wir sind nicht auf Kuba, ne? Ja, fahren da coole, also Lowrider und so. Ja, passiert auch mal, aber da sind schon coole... Das Autos, glaube ich. Und wir haben gesehen, da gibt es so Speedboot-Touren. Mhm. Vielleicht kann man das noch irgendwie reinschieben. Ja. Das geht ja immer nur eine Stunde oder so. So eine reichen und schönen quasi. Ja, die werden mich nicht da behalten. Bei dir könnte es sein, weil du bist ja jetzt nicht reich, aber schön.
Gucken wir mal. Und dann ist wieder Seetag, Seetag. Und jetzt pass auf, jetzt sind wir endlich down in the Caribbean Sea. Yes. Anfangen werden wir in St. Thomas. Das ist für uns Neuland. Noch nie gehört vorher. St. Thomas. Ich auch nicht wirklich, aber auf St. Thomas machen wir was. Was machen wir da eigentlich? Das weiß ich auch gerade nicht. Was machen wir denn auf St. Thomas? Ach, doch, jetzt fällt es mir wieder ein. St. Thomas, Insel. Da sind zwei Nachbarinseln. Die eine ist mir zu weit weg. Und direkt vor der Stadt, in der wir anlegen, ist Water Island. Ganz kleine Insel, kann man auch mit dem Wassertaxi rüber. Stimmt. Und da soll es schon auch schicki sein. Da gibt es, glaube ich, auch die kleinen Golfcars. Da gibt es kleine Golfcars. So wie auf Bonaire damals. Genau. Die Insel ist per se gar nicht so groß, von daher weiß ich nicht, ob man da unbedingt einen Golfkart braucht. Aber wir haben es zumindest als Option im Hinterkopf. Ja, ja. Sehr geile Strände, ziemlich cool. Und da machen wir erstmal schön entspannt die Mauken in den Sand. Mhm. So, Mauken in den Sand. Dann sind wir auf St. Martin. Waren wir schon mal? Ich mittlerweile glaube ich schon zum dritten Mal. Wir waren schon zweimal da, oder? Nee, einmal. Einmal, dann ich zum dritten. Ich war ja schon mal auf St. Martin vor unserer gemeinsamen Zeit. Okay. Aber, apropos zum wiederholten Male, wir werden zum wiederholten Male unsere Tour auf St. Martin machen mit Tim. Dem und alten Hauding aus Luxemburg. Aus Luxemburg. Mit seiner Quads and Furious. So heißt also, er. Tim ist ein Luxemburger ausgewandert, der bietet da Touren an mit Quads. Da waren wir vor 2-3 Jahren schon mit dem unterwegs, haben wir den kennengelernt. Das war echt ein cooler Typ, ist das. Und die Tour tolle war auch Tour. Cool. Das machen wir nochmal. Auf gar keinen Fall machen wir nochmal diesen bescheuerten Flying Dutchman. Nee, also da auf St. Martin. Also falls du das Video siehst und du denkst darüber nach, auf Flying Dutchman gibt es eine der weltgrößten, wie sagt man dazu, Seilbahnen. Zipline. Zipline heißt das. Wo man sich so halt reinhängt und dann so ein Stahlseil runterrutscht. Also es sieht schon geil aus. Sieht schon cool aus. Weil es ist halt riesenhoch. Wenn man oben steht, hat man auch einen unglaublichen Ausblick. Das ja. Das ist echt cool, aber dafür... Wir haben damals dafür bezahlt $100 pro Kopf. Geld. Nee. Also war das Langweiligste, was ich je gemacht habe. Ja, und in 5 Sekunden war es gefühlt vorbei. Ja, vielleicht lass es 10 gewesen sein, aber... Dann darf man noch nicht mal filmen. Da haben sie mir die GoPro abgenommen. Ja. Also da war ich auch echt nöckelig. Und vor allem hat es ewig gedauert, weil die Seilbahn da hoch ungefähr eine Stunde gebraucht hat. Weil sie nämlich so... Also wenn du darüber nachdenkst, das zu machen, denk lieber noch zweimal drüber nach. Ja. Da hoch auf den Berg, da beim Flying Dutchman, ist schon ganz cool. Man kann da auch mit der Seilbahn hochfahren und einfach wieder runterfahren. Das ist dann deutlich günstiger. Ja. Also die Seilbahn fand ich echt lame. Also wenn ich mich hier auf dem Balkongeländer sitze, habe ich mehr Adrenalin. Ja, stimmt. So, pass auf, geht weiter. St. Martin und dann kommt St. Kitts. Wuhuhu! Da fang du mal an. Ich soll anfangen. Soll ich erzählen, was du machst? Ja, so weißt du es. Natürlich weiß ich es. Wir trennen uns. Das ist ein Novum. Wir werden uns... Und ausnahmsweise mal ein, zwei TUI-Ausflüge. Ja. Stefan wollte unbedingt... Du warst der Erste. Ja. In der ganzen Reise. In der ganzen Reise. Stefan wollte unbedingt auf den Vulkan... Mount Liamuigina. Keine Ahnung. So ein komischer Name. Da ist halt ein Vulkan, ein erloschener. So. Da steht aber auch drin, man muss eigentlich bester Kondition sein. Ja, logisch. Das ist ja ein Vulkan. Ja, der ist doch der, der nie Sport macht. Hallo? Der beim Treppenhochgehen schon schnauft. Nein, Stefan möchte gerne auf den Vulkan. Und dann habe ich gesagt, viel Spaß. Ja, weil, also ich fand das jetzt nicht so... Das ist ein Der wurde stillgelegt. Vulkan. Hat einer auf den Knopf gedrückt, ich leg dich still. Das ist aber geil. Und vor allem insbesondere, weil das kitzelt mich ja ein bisschen. Ne? Wenn da steht hier, boah, super anstrengend und so und nur echt sportliche Leute, dann denke ich mir doch. Ja, du darfst aber nicht vergessen, hohe Luftfeuchtigkeit. Nehme ich locker mit. Hitze und. Brauche ich noch zwei und dann wird das gut. Und während ich den Mount Liamuigina. Oder wie auch immer, erklimme. Ja. Das ist auch echt. Also ich wollte den Ausflug, den gibt es auch bei Get Your Guide und anderen Anbietern. Ja. Da kostet der aber ungefähr genauso viel wie bei TUI. Was ist denn hier für ein Stress heute? Fliegt einmal im Jahr ein Hubschrauber lang und das ist natürlich genau jetzt. Jedenfalls TUI Cruises Ausflug ungefähr gleich teuer gewesen. Deswegen dachte ich mir, komm, drauf geschissen. Machst es mit TUI. Du bist halt ein bisschen
Und meine bisschen safer. Und meine Hoffnung ist ja, da wird bestimmt mindestens einer mitgehen, der noch weniger sportlich ist als ich. Und dann bin ich schon mal nicht der Gearschte. Und ich bin auch nicht, weil ich komme nicht mit. Und du machst ja auch was Sportliches. Ich mache auch was Sportliches tatsächlich. Ich gehe Fahrrad fahren. E-Bike. Gibt es unterschiedliche Touren? Ja. Du möchtest eigentlich die... Eigentlich möchte ich die ein bisschen knackigere Tour machen. Ja, glaube ich, so ein bisschen Abenteuer. Geht 5,5, 6 Stunden. Ja, wie sowas? Aber die durfte man nicht buchen oder konnte man nicht buchen, weil dazu muss man dann an Bord in die Reiseabteilung gehen, Ausflugsabteilung. Und dort muss man sich dann wahrscheinlich vorstellen und sagen, hallo, ich bin die Julia, ich möchte jetzt gerne an eurer Abenteuer-E-Bike-Tour teilnehmen. Bin ich dafür geeignet? So, wir waren hier, guck mal, da waren wir schon. War das da? Da haben wir die... Oh ja, das war und anstrengender als das kann das nicht sein. Weil das war die anstrengendste von Welt. Ja. So, auf jeden Fall machst du Fahrrad. Also jetzt haben wir eine gebucht, eine normale E-Bike-Tour. Die ging, genau. Und vielleicht können wir noch umbuchen auf dem Schiff zu der abenteuerlichen. Ja, man muss sich da anscheinend vorstellen. Ja, so ist das. Und dann sind wir vor Last Day auf Samana. Mhm. Dominikanische Republik, bevor wir dann irgendwann in La Romana anlanden. Samana, apropos Samana. Haben wir Samana Tours. Tours? Tours, kann man sich ganz gut merken. Genau. Privater Anbieter. Ja. Und mit dem machen wir einen Ausflug. Ein Inselhopping. Naja, Buchtenhoppen. Buchtenhoppen. Das heißt, die Namen der Buchten vergessen. Da sind drei Borken. Fronton, Playa Fronton. Playa Madame oder Rink, so ähnlich. Rinkoping Fjord Rink. Ist in Dänemark. Irgendwas mit Rink. Drei Buchten, wo man eigentlich nur von der Seeseite rankommt. Mhm. Und da habe ich Videos gesehen, aber da schnackelst du dahin. Da werden wir auch zwingend die Drohne mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Boah, so ganz kleine Buchten. Ja, schön so Klippen. Ja, auch, ne? Und Strand. So ein bisschen Strand und Klippe. Boah, und geil. Boah, das ist schon cool. Das wird geil. Also wenn das nur so, ich sag mal, drei Viertel so geil wird, wie auf den Videos, die ich gesehen habe, dann wird das ein ganz feiner Tag. Ja. So, und dann sind wir dann La Romana. Dann machen wir dann nichts. Dann bleiben wir in dem neuen Terminal. Scheiße. Wir haben ja letztes Mal die Tour gemacht zur Isla Catalina. Nein. Isla Catalina? Si, Señorita. Ja. Haben wir gesehen, Haken drin. Das war auch die erste Stunde schön, aber dann wurde es halt auch unglaublich voll, weil 1000 Touri-Schiffe da hingeknallt worden sind. Und bleiben wir eben. Genau, mittlerweile ist es ja da auch in dem im Terminal echt schön. Ja. Mit diesem Pool, man kann da schwimmen gehen, man kriegt da was zu trinken. Trinken wir noch und alles ist gut. Ja. Außerdem müssen wir uns auf den Nachtflug vorbereiten, der dann auch wieder mit XXL sitzen ist, aber es ist nach wie vor halt ein Nachtflug. So. Und kein super Business. Und in der Mitte. Ja, aber das ist nicht schlimm, weil da stehen dann weniger vorm Klo. Für die Toilette. Das ist meine Rechnung. Also auf jeden Fall haben wir da ja auch mehr Platz. Ja. So, und dann, was haben wir noch? Wir haben wieder Wellness, Massage für zwei. Mhm. Da kriegen wir bestimmt unseren kleinen Schlüpper wieder an. Vielleicht sind das die gleichen wie damals. Da freuen die sich. Ich glaube, die wissen noch, wer wir sind. Mit Sicherheit. Das werden die nie vergessen. Und dann haben wir wieder das Gourmet-Paket, um dann wieder dreimal in den exklusiven Restaurants essen zu können. Ich freue mich unfassbar jetzt schon aufs Surf and Turf. Ich werde auch wieder das gleiche essen wie letztes Mal. Das war wirklich so gut. Darauf freue ich mich. Was haben wir noch? Dann haben wir Glück gehabt. Lodges? Ja, wie heißen die denn bei meinem Schiff? Es gibt ja diese abgeschlossenen Kammern auf dem Deck oben, Liegebereiche, die man sich buchen kann. Am Seetag ist am Pool ja immer wieder Handtuchkrieg. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ja. An einem der Seetage haben wir das Glück gehabt, dass eine noch frei war. Für den ganzen Tag habe ich gleich gebucht. Ja. Das war's. Bin ich auch mal gespannt. Oder noch irgendwas? Ach ja, hier dieses komische Escape Room Game Spiel. Das haben wir auch gebucht, vorsichtshalber. Eine Stunde oder zwei. Stunde. Das war's. Ja. Es wird schon auch schön. Das wird schon auch schön. Ich habe schon überlegt, ob ich mich bei so einem Malkurs oder so mal anmelde. Schönes Bildchen malen. Akt. Mich. Ja, genau. Hier Titanic, ne? Wo er sie malt. So, und das machen wir jetzt einfach andersrum. Dann muss ich erst noch ein bisschen was essen. Die hatte ja auch ein Kilo mehr. Und dann drapiere ich mich da mal so schön hin. Mhm. Auch so ein Fell. So, nichtsdestotrotz, ey, bombastisch. Es sind noch 102 Tage heute. Ob das Video heute noch hochgeladen wird, weiß ich nicht. Das dauert bei uns auf dem Land immer ein bisschen länger. Außer haben wir ganz schön lange gequatscht. Ja. Aber es wird bombastisch. Ich freue mich richtig, richtig dolle drauf. Und wenn du sagst, Mensch, das ist ja eigentlich eine spannende Route. Da könnte ich ja auch mit du mal reinklicken. Ja, dann klick aber auch heute schon, nämlich schnell den Abo-Button. Ja, damit du hier das alles nicht verpasst, wenn es dann so am
23.10. losgeht. Boah, New York. Boah, wird das geil, ey. Der ist so geil. Aufgeregt. Volle Pulle. Schon seit einem Jahr. Ehrlicherweise schon, ich freue mich da echt drauf. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich da in New York stehe auf dem Summit oder irgendwo und dann einfach ein Tränchen mir kommt. Kann schon passieren. Ja. Vor der Rührung. Ich glaube, der Mund wird einfach die ganze Zeit offen stehen. Alter. Und manchmal mache ich dann so. Ja, ja. So, ihr Lieben. Und apropos üben werden wir auch. Und zwar schon übermorgen geht es nämlich für uns los mit den ersten Segeleinheiten. Denn für die das letzte Video gesehen hatten, das ja mit Kreuzfahrt nicht so wahnsinnig viel zu tun hatte. Doch, ist auch eine Kreuzfahrt. Eine ursprüngliche Kreuzfahrt rund um die Erde. Im Zweifelsfall, das bleibt abzuwarten. Aber wir machen am Samstag übermorgen den ersten Schritt, die ersten ein, zwei Sessions unserer Grundausbildung, Segelschein, Binnensport, keine Ahnung. Das ist alles kompliziert, aber das gibt es dann im nächsten Video. Das heißt, ihr werdet uns, wenn du das möchtest, zumindest auch vor Oktober noch mal ertragen dürfen, weil wir nämlich auch bei unserer Segelausbildung ab und zu, wenn wir dürfen, das wissen wir gar nicht, die Kamera auch halten werden. Okay, für heute soll es reichen. Mach gut, ne? Ja, tschüss. Tschüssikowski. Von Redkowski. Wir müssen ja noch ein paar Gurken ernten. Ciao. Tschüss.